Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Letzte Woche gab es ja einen süßen, leckeren und sehr erfrischenden Ananas-Pie. Heute gibt es was Herzhaftes, nämlich einen Cheeseburger-Kuchen. Hört sich etwas seltsam an, ist aber ganz lecker, ist nämlich was Herzhaftes. Und zwar ist das ein herzhafter Kuchen mit einer Cheeseburger-Füllung. Und außen habe ich einfach einen ganz normalen Hefeteig. Von der Zubereitung her ist es nämlich einfacher, als viele kleine Cheeseburger zuzubereiten. Aber ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt erstmal den Hefeteig und dann zeige ich euch, wie man den eben füllt. Für den Hefeteig verwende ich einen halben Würfel Hefe, einen Teelöffel Zucker, 125 Gramm Wasser, 250 Gramm Mehl, einen Teelöffel Salz, ein Ei und etwas Olivenöl. Dann nehmt ihr jetzt zuerst den Würfel Hefe und ihr könnt jetzt hier frische Hefe oder auch gern getrocknete Hefe verwenden. Und wenn ich einen halben Würfel Hefe habe, frische Hefe, dann brauche ich eine Tüte getrocknete Hefe. Also so könnt ihr euch das immer ganz gut merken. Dann habt ihr auch immer Hefe im Vorrat oder ihr könnt frische Hefe auch einfrieren. Das mache ich auch ganz gerne. Und dann einfach mit Wasser und Zucker verrühren in der Rührschüssel. Der Teig lässt sich auch immer ganz gut mit den Händen verkneten. Aber ich denke dann immer, wenn ich schon die Küchenmaschine da habe, dann nehme ich sie natürlich auch. Dann habe ich nämlich die Hände wieder frei und kann in der Zeit immer aufräumen. Und dann jetzt einfach die restlichen Zutaten reingeben. Erst Mehl und Salz und Fett gebe ich immer zum Schluss dazu. Das mag die Hefe so am liebsten. Und dann könnt ihr nämlich den Hefeteig einfach für etwa 10 Minuten geschmeidig kneten. Und wenn der Teig dann verknetet ist, dann nehmt ihr einfach den Knethaken raus. Das ist so ein bisschen weicherer Teig, aber das passt auf jeden Fall. Der darf ruhig etwas weich sein. Deckt ihn ab und lasst ihn dann für eine Stunde aufgehen. Entweder bei Raumtemperatur abgedeckt oder im Backofen bei Gärstufe, falls ihr einen Dampfofen habt. Oder auch gerne in der Küchenmaschine, wenn ihr da auch eine Hitzefunktion habt. Und in der Zwischenzeit mache ich schon mal die Füllung. Für die Füllung verwende ich 500 Gramm Hackfleisch, das ist jetzt vom Rind, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Olivenöl, zum Abschmecken Salz, Pfeffer und Paprika, 100 Gramm Gewürzgurken, da habe ich jetzt die kleinen Cornichons, 100 Gramm Cheddar-Käse, 100 Gramm Ketchup und etwas Senf. Da nehmt ihr euch jetzt am besten eine große Pfanne oder einen Bräter und erhitzt das Olivenöl darin. Da wird nämlich gleich das Hackfleisch krümelig angebraten. Und während das hier jetzt noch warm wird, kann ich schon mal die Zwiebel- und Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Hier einfach schön scharf anbraten. Wenn das Hackfleisch dann krümelig ist, kommen jetzt noch die Zwiebel- und Knoblauchwürfel dazu und werden mitgebraten, so für etwa 3 bis 4 Minuten, bis sie etwas glasig sind. Und so lange schneide ich hier schon mal die Cornichons in feine Würfel. Dann hier mit Salz und Pfeffer und Paprika würzen und den Herd ausschalten. Jetzt gebe ich hier noch die Gürkchen dazu. Das wird jetzt praktisch so eine Füllung.
Anders als beim Cheeseburger wird da jetzt nichts geschichtet, sondern es wird eine große Füllung. Ich finde, es ist auch beim Zubereiten ganz einfach, weil man wirklich so einen One-Pot draus macht und wirklich jetzt auch hier mit Ketchup und Senf abschmeckt. Und dann kommt später einfach nur noch der Käse gerieben dazu. Das heißt, hier rühre ich kurz alles ein, räume hier auf und kann mich schon um den Hefeteig kümmern. Jetzt ist der Hefeteig aufgegangen, die Füllung ist auch abgekühlt und jetzt nehme ich den hier raus und mache da jetzt praktisch einen großen Burger draus. Das heißt, ich rolle hier den Teig erstmal rund groß aus, nicht zu dünn, damit er auch nicht reißt. Und falls ihr hier ein bisschen Mehl braucht, einfach dazu nehmen. Dann kommt jetzt hier die Burgerfüllung rein und den Käse könnt ihr einfach dann dazu reiben. Ein bisschen hier kompakter gestalten und von außen nach innen schön zuklappen. Und hier dann gut verschließen. Dann nehmt ihr euch am besten eine Backform, fettet sie vorher mit etwas Olivenöl. Das reicht schon. Und jetzt einfach umgedreht reinlegen, dann habt ihr eine schöne glatte Fläche oben. Ihr könnt es aber auch gern mit der verschlossenen Seite nach oben. Dann sieht es so ein, ja, dann, das sieht dann auch gut aus, finde ich. Dann sieht es zwar nicht aus wie ein Burger, wie eine Burger-Oberfläche, aber hat auch was. So. Jetzt hier noch ein bisschen flach drücken. Und dann gerne mit einem Ei bestreichen. Und dann gerne noch ein bisschen Sesam drauf streuen. Und wenn ihr wollt, sogar noch ein bisschen Cheddar oben drauf geben. Und dann kann der Burger gebacken werden. Ich lasse den jetzt nicht mehr aufgehen, sondern stelle ihn in den kalten Backofen, schalte ihn dann auf 170 Grad Ober- und Hitze und dann kann er im Ofen nochmal schön aufgehen während des Backens. Jetzt ist der Cheeseburger-Kuchen gebacken und ich schneide ihn mal an. Ich habe ihn jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Jutta, magst du ihn heute probieren? Jo, klaro. Hallo. Oh, der ist so weich. Ich bin ja mal gespannt, wie der von innen aussieht. Und ja, viel besser. Von außen ist er so unspektakulär. Ja. Ich glaube, den kann man sogar echt gut aus der Hand essen. Gell? Also wenn man ihn so ein bisschen abkühlen lässt, dass er nicht mehr so heiß ist, glaube ich, kann man den einfach so... Oh, wie so ein leckeres, gefülltes Brötchen. Ja. Ein Brötchen ist vielleicht ein bisschen zu niedlich für so einen großen Fladen. Ja. Oder? Ich freue mich. Ja. Wie ein Cheeseburger. Mhm. Wie ein Cheeseburger. Tatsächlich dürften es für mich mehr Gürkchen sein. Mhm. Ich liebe nämlich Gürkchen. Und wenn man will, schon noch ein bisschen Ketchup, aber muss nicht, ich bin nicht so der Vielleicht Ketchup-Fan. Vielleicht ein bisschen mehr Käse könnte man auch, wenn man möchte, reinmachen. Aber so. Der Boden so richtig lecker, ne? So fluffig und weich. Guck mal, richtig schön weich. Also falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf einen Cheeseburger, aber nicht wegfahren wollt oder keinen Cheeseburger ausbacken wollt, dann probiert gerne dieses Rezept aus. Ich finde es auch richtig schön. Ich glaube, den Kindern schmeckt es auch ganz gut. Murat bestimmt auch. Das ist einer klar. Ja, gell? Also. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die das
nicht gerne essen würde. Ich finde, man könnte es auch tatsächlich ohne Hackfleisch machen und könnte zum Beispiel statt Hackfleisch ein paar Champignons nehmen und einfach so ein bisschen Gemüse rösten. Dann kann man das Ganze auch mal vegetarisch machen. Aubergine, ne? Muss auch ein bisschen. Und hat trotzdem so diesen Cheeseburger-Flair, weil man eben trotzdem Gürkchen reinmacht und Cheddar-Käse, Senf und Ketchup. Finde ich schon ganz gut. Doch, probiert das Rezept, gell? Gerne mal aus. Ihr könnt es auch gerne auf euren Wochenplan packen in der Lidl-App. Da geht ihr einfach auch auf lidlkochen.de. Da findet ihr alle Zutaten, könnt das Ganze in Wochenplan machen, dann auf die Einkaufsliste und dann wirklich einmal gezielt schön einkaufen gehen für die ganze Woche. Da weiß man dann auch immer, was man zubereiten kann und hat schon mal so einen Plan, gell? Ja, das ist toll. Dann steht man nicht immer gut. Ja, dann steht man nicht morgens oder abends da und hat so keinen Plan, was man essen möchte. Ja, also probiert es wirklich gerne mal aus und dann sehen wir uns einfach wieder nächste Woche. Viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss. Tschüss.